Falkenlibelle hat sich darauf eingestellt, die Larvenhülle oberseits der Brust zu sprengen. Sie beginnt nun zu pumpen. Das tut sie, indem sie das Abdomen regelmäßig zusammenzieht und wieder streckt. Dadurch baut sie immer mehr Druck auf. Die Flügel spreizen sich immer mehr, bis oberhalb der Flügelbasis an der Mittelbrust eine kleine Klappe aufspringt. Ich bezeichne diese Klappe als Schlupfmarke. Sie bedingt, dass die Larvenhaut nicht unkontrolliert aufplatzt. Bei einem weiteren Aufblähen platzt die Haut zwischen Flügelbasis bis zur Vorderbrust an den dorsalen Stigmen auf. Mit jedem weiteren Schub wird die Vorderbrust etwas mehr herausgedrückt. Die Larvenhaut ist durch die Sonne und den Wind sehr schnell getrocknet. Das erleichtert die Aufbrechen über den Kopf und die Augen. In der Vergrößerung kann man diesen Vorgang noch einmal gut verfolgen. Wie dehnbar die feuchte Larvenhaut ist, will ich an der Exuvie einer blaugrünen Mosaikjungfer zeigen. Sie ist extrem elastisch und stabil. Wenn die Haut aber trocknet, wird sie spröde und bricht sehr leicht. Betrachten wir den Pumpvorgang beim Vierfleck. Man kann die spitze aufgestaute Brust beim Brut erkennen. Die zusammengefaltete Brust bildet eine Spitze, an der die Schlupfmarke aufgebrochen wird. Beim Herausdrücken des Thorax ist die Knitterstruktur noch zu erkennen, die sich immer mehr auseinanderfaltet. Die Chitinplatten des Thorax sind zur Hälfte Richtung Flügelbasis geteilt. Die Basis der Vorderflügel driftet immer mehr auseinander. Man sieht auch die starke Behaarung, welche die neue Haut von der alten getrennt hatte. Der Vierfleck ist eine häufig vorkommende Art. Da er sich auch in kleinsten Tümpeln entwickeln kann und an die Wasserqualität keine großen Ansprüche stellt. Fast alle Szenen in diesem Film sind in der Originalgeschwindigkeit dargestellt. Bei der Emergenz der Libellen wird nicht nur die äußere Haut der Larve gehäutet, sondern auch die Tracheenhäute, die sich durch den ganzen Körper ziehen und als weiße Fäden sichtbar sind. Bei dieser Falkenlibelle sieht man außerdem, wie sich oberhalb im Bereich der Vorderbrust ein dünnes Häutchen auf- und ablädt. Beim Schlupf funktionieren viele Systeme pneumatisch. Ich zeige hier noch einmal bei der schwarzen Heidelibelle den entscheidenden Moment, in dem die Schlupfklappe aufbricht. Sie kann man als kleinen Nippel erkennen. Natürlich besitzen auch andere Arten diese Schlupfklappe, die von Art zu Art verschieden groß ist. Oberhalb der Schlupfklappe liegen die dorsalen Stigmen. Mit ihnen kann die Larve verbrauchte Luft abgeben, oft macht sie das, nachdem sie gefressen hat. Bei der fertigen Libelle liegen die Stigmen geschützt zwischen Vorder- und Mittelbrust und besitzen Klappen zum Verschließen. Auch andere Libellen besitzen eine solche Schlupfmarke. Sie ist bei den verschiedenen Arten differenziert ausgeprägt. Jetzt bricht die Schlupfmarke auf.
Aber auch bei Larven kann man vor der Emergenz nach der letzten Häutung diese Schlupfmarke erkennen. Bei jüngeren Larven nicht. Bei Kleinlibellen ist diese Schlupfmarke nach hinten versetzt und geteilt, links und rechts des Flügelansatzes vorhanden. Hier noch einmal vergrößert, wie beim Aufblähen des Thorax die Schlupfklappe plötzlich aufbricht. Man kann gut in die Exuvie hineinsehen. Das Abdomen füllt nicht mehr den ganzen Platz aus. Mit dem Abdomenende hängt sie noch in der Exuvie fest. Der Enddarm, der bei der Larve auch für die Atmung von Bedeutung war, muss mitgehäutet werden. Seitlich sieht man die prall gefüllten Pleuride des Abdomen. Sie verhindern ein Zurückrutschen des Abdomen. Auch sieht man hier sehr gut anhand der dunklen Beinborsten, wie sie diese Stück für Stück herausschiebt. Libellen haben seitlich an der Brust noch ein zweites Stigma, das inzwischen ebenfalls herausgezogen wird. Der Darm mit den Kiemenblättchen ist nun fast ganz befreit und zeigt sich als dunkler Schatten, der auch in allen leeren Exuvien sichtbar ist. Gehen wir aber noch einmal einen Schritt zurück. Libellen sind in dieser Phase fast wehrlos und können nur bedingt auf Störungen reagieren, wie dieser Vierfleck mit Rucken auf die Fliege reagiert. Beachten wir folgendes Merkmal. Die Blase dorsal der Vorderbrust, die sich immer wieder aufbläht, und die Coxa, das Gelenk am ersten Beinpaar, das jetzt zum Vorschein kommt, dies scheint ein zusammenhängendes pneumatisches System darzustellen, um die Beine in einzelnen kleinen Zügen aus der Exuvie zu ziehen. Etwas anderes können wir noch erkennen. Das Larvalauge, das bei der Larve als eigentliches Auge dient, ist nur als dunkler Fleck zu erkennen. Darunter sitzt die Hinterkopfzeichnung. Sie faltet sich auf. Denn daraus resultiert die spätere Zeichnung des Hinterkopfes. Die dunklen Bereiche sind die Teile, welche in der Larve gefaltet waren. Auch bei der schwarzen Heidelibelle wird ersichtlich, wie sich die Hinterkopfzeichnung entfaltet. Darunter erkennen wir auch am Ende des Abdomen, wie die Kiemenblättchen herausgezogen werden. Es ist ein Weibchen. Durch die Larvenhaut kann man die helle Scheidenklappe erkennen. In den Pleuriden wird die Lymphe nach hinten verschoben, sodass die in den hinteren Segmenten sitzenden Pleuride anschwellen und die Larve vor dem Herausfallen schützen. Die Sonne scheint hier inzwischen voll in das Bild. Dies führt zwar zu einer Überblendung, jedoch lässt sich dadurch die Libelle und ihre Exuvie gut durchschauen. Sie zieht die Beine und die Flügel aus den Köchern. Die Fühler werden noch nicht bewegt. Das Abdomen wird in der Exuvie fest verankert.
Kehren wir wieder zur Faltenlibelle zurück, um den Pumpvorgang der Beine näher zu analysieren. Sie schiebt immer nur ein Beinpaar symmetrisch zurück, dann folgt das nächste. So schiebt sie immer ein Beinpaar nach dem anderen langsam heraus, die beiden anderen halten dagegen. Damit die Beine bei diesem Prozess nicht zurückrutschen können, hat sie verschiedene große Borsten an den Beinen. An den Oberschenkeln sind diese Borsten kleiner, als ein einzelner Zug sie zu verschieben vermag. Die Libelle macht ca. 60 Züge während dieses Vorgangs. Aber auch warum die Borsten immer vom Körper wegzeigen müssen, wird dadurch verständlich. Würden die Beinborsten in die andere Richtung stehen, könnte eine Libelle, aber auch andere Insekten niemals schlüpfen. Die Beine werden nacheinander ganz herausgezogen und in die Herdungsposition gebracht. Die Härtung in der kopfüberrückwärts hängenden Position unterteilt sich in drei grundsätzliche Phasen. Die Vorphase, die starre Phase und die Öffnungsphase. Diese drei Phasen fallen in den Zeitabständen individuell etwas unterschiedlich aus. Auch zwischen den einzelnen Arten gibt es Unterschiede. Während dieser Phase bilden die Beine die Gelenke, die Tarsen, Orbitale oder Konzentrationsmittelpunkte. Sie können Aufschluss über Konzentrationsmuster geben. In der Vorphase versucht die Libelle, die Beine in eine zueinander passende Ausrichtung zu bringen. Die Funktionen, die sie später einmal ausüben sollen, müssen nach der Härtung passen. Auch die Brustgelenke werden dabei mitjustiert. Die mittleren Beingelenke bilden seitlich gesehen einen Bogen. Manchmal dauert es sehr lange, bis diese Position ausgearbeitet ist. Als Übergang zur starre Phase bildet sie einen Stern. Beim Stern werden alle Unterschenkel mit den Klauen auf einen Punkt gerichtet und die Armgelenke ganz angewinkelt. Bei der blaugrünen Mosaikjungfer ist diese Vorphase komplexer als bei den Segellibellen. Zu vermuten ist ein Zusammenhang mit den Augenzonen, die bei ihr auch komplexer sind. Sie verwendet sehr viel Zeit, um die einzelnen Beine in die richtigen Positionen zu bringen. Sie arbeitet aber auch stark mit den Beißwerkzeugen, um diese ebenfalls in den richtigen mechanischen Positionen aufzubauen. Dieses Rucken kann man bei allen Libellen immer wieder in einzelnen Phasen beobachten.
Sie müssen in dieser Phase nicht nur die Beine, sondern auch Beißwerkzeuge exakt aufeinander abstimmen. Dazu bedienen Sie sich abstrakter Konzentrationsmuster, Orbitale, Bögen, punktuelle Ausrichtungen, Symmetrien oder hydrogewinkelte Strukturen. Über sie werden diese Anpassungen vorgenommen. Man sieht, wie weich und elastisch die einzelnen Gelenkteile noch sind. Wenn sie wenige Minuten nach der später folgenden Starrephase ausgehärtet sind, können sie nicht mehr korrigiert werden. Die Vorphase bei der blaugrünen Mosaikjungfe besteht aus drei Einheiten. Die horizontale Ausrichtung, die vertikale Ausrichtung aller drei Beinpaare zueinander und danach geht sie in den Stern über. Er dient auch ihr als Übergang zur Starrephase. Nach dieser Starrphase, in der alle Beine auf einen Punkt gezeigt hatten, beginnen Sie die Beine für die Starrphase vorzubereiten. Nach einigen Sekunden befindet sie sich in der Phase, in der sie absolut bewegungslos ist. Aber auch hier finden noch Veränderungen der Augen statt, die sich nun vollends ausprägen und härten, wie alle Beine und die Beißwerkzeuge. Die Falkenlibelle befindet sich nun auch in der Sternphase mit einem eindeutigen Arbeiten der Beine und Tarsen in der vertikalen Ausrichtung. Die Mundwerkzeuge arbeiten ebenfalls. Auch bei ihr beginnt danach die Starrephase. Das Zucken, ob stark oder schwach, kann zwei Ursachen haben. Eine innere Korrektur wegen Blockierungen oder Störungen, ein vorbeifliegendes Insekt kann dies aber auch auslösen. Deshalb ist auch anzunehmen, dass Beutereflexe bereits aktiv sind. Nun hat sie die Starrephase überschritten und bildet mit den Tarsen ein ovales Orbital. Oft sieht man synchrone Entwicklungen an Binsenbüscheln. Das liegt nahe, dass sie sich vor der Emergenz im Wasser bei einer entsprechenden kurzen Entfernung wahrnehmen. Die Libelle ruckt mit starken Muskeln, die das Abdomen gegen den Brustkorb verstellen können. Eventuell ist es eine Kontrolle, um zu prüfen, wie der Flügel sitzt. Sie bildet mit den Tarsen des zweiten und dritten Beinpaares ein kugelrundes Orbital.
Auch hier wird wieder das Haltungsprinzip deutlich. Geht man von einem auf den Kopf gestelltes Orbital aus, lässt sich eine Einteilung so treffen. Die Tarsen des dritten Beinpaares greifen das Orbital von unten an, die des zweiten an der Seite und die Tarsen des ersten Beinpaares das Orbital von oben. Die Wahrnehmungsmuster bleiben an den Körper gebunden und nicht zur Erdachse hin. Die Öffnungsphase ist die letzte Phase vor dem endgültigen Herausziehen des Abdomen aus der Exuvie. Hier sieht man einen weiteren Effekt. Die Flügel sind nach außen zusammengefallen. Aber warum fallen die Flügel zusammen? Die Libelle muss nun Druck aus den oberen Bereichen zurücknehmen. Die immer noch angeschwollenen Pleuride sind in die Exuvie eingeklemmt und halten die Libelle im Abdomen. Es muss zu einer Druckentlastung kommen, damit sich das Abdomen lockert und herausgezogen werden kann. Bei der blaugrünen Mosaikjungfer sind die Flügel sehr stark nach innen gefallen. Ein untrügerisches Zeichen, dass sie den Abdomen herausziehen will. Ein zu langes und zu starkes Zusammenfallen dieser noch ganz weichen Flügel kann aber auch zu Schädigungen führen. Sie können so aufeinander fallen, dass sich der erste Flügel quetscht und die großen Adern missgebildet werden. Die blaugrüne Mosaikjungfer hat deshalb nur eine kurze Öffnungsphase, bei der sie manchmal erst kurz testet, ob die Beine schon die benötigte Festigkeit besitzen. Die Öffnungsphase ist auch bei diesem Weibchen der Faltenlibelle sehr kurz, da die Flügel zusammengefallen sind. Sie will nicht mehr warten und wirft die Brust nach oben. Erst öffnet sie das dritte Beinpaar, danach die anderen und klammert sich an ihre Exuvie fest. Das Abdomen wird wie mit den Bewegungen eines Wurms herausgezogen. Die eingefallenen Flügel fallen zurück und richten sich gerade aus. Auch bei diesem Männchen kann man dieses Schauspiel noch einmal betrachten. Das Herausziehen des Abdomens kann 4 Sekunden dauern. In der Regel sind es 7 bis 10 Sekunden. Nach einer Abkühlung der Temperatur können es auch über 50 Sekunden sein. Der Anstoß kann auch bei diesem Vorgang durch eine Windböe gegeben sein. Hier wird auch deutlich, wie wichtig es ist, als Larve eine gute Platzierung zu finden. Sie findet keinen Halt mit dem dritten Beinpaar. Was ist bei den Heidelibellen anders als bei Falkenlibellen? Die Öffnungsphase, in der die Heidelibellen beginnen, die Beine wieder langsam zu öffnen, zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie die Klaue nach innen klappen, zu den Tarsen anwinkeln, um sich auf die Haltung an der Exuvie vorzubereiten. Die Öffnungsphase ist bei Heidelibellen viel deutlicher erkennbar und auch länger. Deshalb fallen bei ihr die Flügel am Ende dieser Phase nicht zusammen. Das Abdomen verjüngt sich zum Ende hin. Diese Bilder zeigen die Verteilung der Hämolymphe, wie sie im Abdomen gehalten wird. Bei manchen Libellen ist die Hämolymphe grün-bläulich gefärbt. Diese schwarze Heidelibelle konnte ich an einem großen See filmen, eine alte Kohlegrube, die heute mit Grundwasser gefüllt ist.